Hallo meine lieben Leute und willkommen hier zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder hier in War Thunder und diesmal mit dem Panzer 2C. Ein leichter Panzer auf Battle Rating 1.3 Rang 1 im deutschen Tech Tree. Und nein, das ist nur ein Skin, also es wurde kein neues Premium-Fahrzeug oder so hinzugefügt leider. Es ist einfach nur ein Skin. Ich finde es einfach richtig lustig, wenn man irgendwie Skins von anderen Ländern nimmt und die irgendwie auf die Länder klatscht, von denen die Panzer eigentlich normalerweise kommen. Irgendwie, ich feiere das voll ab. Keine Ahnung, fragt mich nicht warum. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen sollte, lasst mir vielleicht einen Like oder einen Kommentar oder überhaupt ein Abo da. Wird mich wirklich, wirklich hart freuen und meinen Kanal sehr unterstützen. Danke, danke dafür. Schreibt mir bitte gerne in die Kommentare, welches Fahrzeug ihr als nächstes sehen wollt. Und wir sehen uns jetzt einfach in der Schlacht. Gut, wir sind hier in Poland, aber die Wintermap, da kriege ich glaube ich gleich einen Bonus, weil es Winter ist, weil ich eine Sowjetahnung habe, keine Ahnung. Vielleicht denkt sich da gleich War Thunder, geil, Alter, feier ich voll. So baby, wie sehr viele sowjetische Fahrzeuge sind, leider glaube ich wird es ja nicht bei mir zutreffen, dass ich jetzt einen Bonus dadurch kriege. Naja. Wir haben eine ziemlich langsam feuernde. Was ist denn Kackproblem? Es tut mir. Was ist denn Kackproblem? Was ist denn Kackproblem? Was ist denn Kackproblem? Wisst ihr, ich spiele gerade meine erste Runde gerade an dem Tag und werde wieder mal richtig abgefuckt von irgendwelchen Teammates, Mann. Kann hier keiner normal fahren? Niemand. Sind das alles solche. Was mich eigentlich gerade noch mehr abfuckt, ist der Fakt, der Typ hat, wie viel? 1, 2, 3. 3 oder 4, vielleicht da ist ein vierter, vielleicht sogar auch noch. Und 4 Büsche vielleicht auf seinem Panzer. Das ist ein Vermögen, wie viel die kosten. Ein verdammtes Vermögen. Gefühlt. Also der hat echt nicht wenig Geld dafür ausgegeben, auch wenn es ein 10er oder so ist. Ich weiß gerade nicht die Kosten dafür, aber auch wenn es ein 10er dafür ist. Es ist traurig. Und das auf DMBR. Das ist 1.0. Keiner muss hier schwitzen. Das ist eigentlich normalerweise Pfand hier. Aber nein, da gibt es solche Leute, die sich halt denken, reinpacken. Büsche. Ich muss competitive spielen. Sehr cool. Und dann nicht mal gut fahren können, wirklich. Ja. Okay, ich sollte mich wieder ein bisschen beruhigen, sonst platzen mir gleich wieder alle Venen und Adern in mir. Also nicht wieder, hatte ich zum Glück nicht, will ich auch nicht. Aber ja, kommen wir zurück lieber zum Panzer. Ich zeige euch mal noch ein kleines Feature von dem. Wartet, ich fahre irgendwie noch ein bisschen weiter nach hinten, da, hoppla. Sorry, wollte ich nicht. Hier, sehe ich mal den vorne an. Der hat ihr, der macht ihr Leg Day, macht ihr da vorne, seht ihr das? Mit dem Getriebe. Die hat jetzt eine Beinpresse hier vorne. Weiß nicht, wie viel Gewicht das sein muss. Wahrscheinlich so 500 Kilo. Also der stemmt ziemlich. 200 bis 500 Kilo geht. Der hat die Power in den Füßen, dass er das hebt. Oh. Schwede, da komme ich durch. Hab grad kurz überlegt, ob das ein T80, glaube ich, heißen die. Der ist nämlich ziemlich stark, der hat viel Panzerung. Und ich merke, es ist, glaube ich, ein Abtier. Ist es ein Abtier? Ich bin mir gerade nicht sicher. Komm, ich pushe einfach raus, mir egal. Ja, gut. Ich pushe raus, mir egal, sagt er und stirbt. Ja, aber eh nicht durch ihn. Da haben wir ein T60. Oder nee, ein T70. Ja, egal. Die sind so alle fast gleich. Da gibt es drei verschiedene, glaube ich, sogar. T60, T70, T80, wie auch immer, T irgendwas. Oh, wir bekommen Tracks. Okay, nehme ich gern. Brake System oder Suspension? Nee, Horizontal Drive, der hat sehr schlechte Turmdrehgeschwindigkeit, also nehme ich das mal. Wenn ihr es gerade noch nicht gesehen habt, der hat hier, ich move gerade herum, sorry, falls das jetzt gerade komisch war mit der Audio. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, der hat da unten Stab stehen gehabt. Heißt so viel wie stabilisiert, heißt so viel wie besser zum Schießen, heißt so viel wie, ja, mehr oder weniger. Aus dem Grund, der hat nicht natürlich einen kompletten Stabilisator wie auf dem High-Tier oder wie auch immer. Nein, das nicht.
Aber er hat einen schulterstabilisierten. Eine schulterstabilisierte Kanone, so hat er. Die besser ist als nichts. Glaubt mir, denn das Gute an der ist, sie ist zwar nicht nach links und rechts stabilisiert, weil natürlich die Schulter, ihr seht, die liegt auf und es tut ihn zwar ein bisschen weh, den Gunner, würde ich jetzt mal sagen, wenn ihr komplett bremst und der die gesamte Kanone, also das Gewicht von der Kanone auf seine Schulter bekommt. Tut vielleicht ein bisschen weh, zwirbelt ein bisschen, aber es kann euch doch egal sein. Schaut euch mal die Karte an. Schaut euch einfach mal die Karte an und lasst das euch auf der Zunge zergehen. Ich bin der Einzige. Ich bin der Einzige bei C. Ich bin der Einzige, der da oben spawnt. Nicht mal ein einziger, die spawnen sogar immer noch da unten nach. Ich bin der Einzige, der da ist gerade. Ich verstehe halt wirklich auch nicht, was halt los ist. Keine Ahnung, was halt los ist. Wie gesagt, entweder will mich jetzt Gaijin, also wie wisst ihr, die Firma natürlich Gaijin Warfunder, dafür bestrafen, dass ich jetzt gerade den Skin drauf habe auf dem Panzer 2 und mir dadurch irgendwie einen Panzer 2 Duck-ähnlichen Panzer gemacht habe, weil nur ein kleiner Reminder, der Panzer 2 Duck, den man bekommen kann, das ist ein Premium-Panzer, jetzt gerade für 250 Silver, nicht Silver Lions, das wäre doch ein Schnäppchen, für 250 Golden Eagles, ja, das ist genau der. Das ist 1:1 den, den ich gerade spiele. Nur halt Premium. Und ein anderer Anstrich, nämlich ein gelber. Und historisch gesehen ist es halt der vom Afrika Corps. Aber. Ja. Naja. Keine Ahnung, ob die 250 Gold Eagles da so ein. Ja. Investment sind. Keine Ahnung. Bin ich ehrlich, ich würde mir nicht holen. Spawnt aber auch kein einziger da oben, kann das sein? Ich hoffe, dass da keiner noch nachspawnt und werde ich mal die Star ein bisschen Action machen. Hallo, wir haben 9 Grad Depression, die reicht gerade leider nicht aus. Okay. Okay. Steht. Was auch immer deine Mission gerade da war, okay, gut. Verstehe. ja, wir haben 3 Crewmember, ja, ein bisschen noch Sidefacts zu dem Panzer. Wir haben 3 Crewmember, der eine Fahrer, der eine Commander und Schütze und der hinten ist Loader und schaut nur dumm in die Wäsche, so ziemlich. Also der schaut nach hinten und schaut sich schön den Motorblock an. Aber besser als nur 2 Crewmember, würde ich sagen. Besser man hat 3 als 2. Ihr glaubt mir, es ist immer besser. Man startet mit der Round, also mit der Munition, die ist echt nicht gut. Also die HI-Munition, wer braucht die? Sorry, aber er hat jetzt wie viel 20 Grad Elevation, also nach oben zum Richten, reicht nicht wirklich aus, gegen Flugzeuge zu spielen. Da muss man oft wirklich schon Glück haben, dass die echt gerade so gut fliegen, dass du die treffen kannst. Sonst nee. Einfach nee. Die zweite, die man bekommt, ist die Panzergranate. Heißt einfach nur Panzergranate, ja, keine Ahnung warum. Ja, 37mm besser als nichts. Klar, besser als die mit Gemischt-HI, aber auch nicht gerade das Gelbe von mir. Die ist immer noch die beste, die ich gerade spiele, die man dann erst später noch bekommt im Modifikationsbaum, wie auch immer. Aber wie gesagt, die ist nichts im Gegensatz zu der früheren H-Web, die er hatte. Nämlich die mit 64mm, die hat, weiß nicht, ob der die hatte, ich glaube, die hatten alle. Ich glaube, die H-Web, die ich gerade spiele, die hat es gar nicht gegeben. Die hat es noch nicht mal gegeben, sondern da hat es nur die mit 64mm gegeben. Und fragt mich nicht, warum es die nicht mehr gibt. Irgendeinen Grund wird schon gehabt haben. Mir würde jetzt ehrlich gesagt keiner dazu einfallen, aber keine Ahnung, was du wieder davor hat. Außer, dass sie den. Ich habe da ein anderes Video, also es ist nicht jetzt meine Meinung, weil ich jetzt auf Deutsch einen Kanal mache. Nein, ich habe mir ein anderes Video bei, ich glaube, Spooksten, kleine Werbung für ihn, wie auch immer. Ich schaue ihn halt, also ich spiele jetzt nicht wirklich mit ihm, leider. Also wäre ein ziemlicher Boost für den Kanal, aber ja. Schaue ihn halt und der hat ein Video dazu gemacht, oder ich glaube es war Spooksten, dass der deutsche Tech Tree halt, soll ich sagen, bisschen
massakriert wird. Also überhaupt im High-Tier-Bereich. Nicht mal so im Low-Tier, aber überhaupt im High-Tier-Bereich. Was ich auch sehr schade finde. Genauso wie der japanische. Seien wir ehrlich, der japanische, der deutsche und überhaupt der italienische Tech-Tree. Das sind so Tech-Trees. Der deutsche weniger als die zwei anderen, die halt hart massakriert wurden von Warfund. Aber endlos. Es macht einfach keinen Spaß, überhaupt auf High-Tier mit denen. Bei den Italienern dann schon wieder was anderes als bei den Japanern, aber es macht halt keinen Bock. Es macht keinen Bock. Es ist eher meine Challenge, als Bock zu machen. Mit denen zu spielen. Drum, ja. Oder bei den Japanern wird mir so einfallen, dieses... Oh, was ist das? Oh Mann, wieder ein Greyhound. Ja, sieht... Scott... Also ein M8, glaube ich, der ist ein Scott. Bitte könnt ihr aufhören, auf mich zu schießen. Was ist heute mit den Teammates los? Was ist heute mit denen los? Wisst ihr, was ich gerade gar nicht dran mag? Ja, genau das. Der hat eine 50 halt. Die ist, ist ziemlich weit nach oben gerichtet. Wow. Maul. Oder um es nett auszudrücken. Bitte sehr still. Aber wo ist der jetzt hin? Ich sehe wirklich gar nichts. Okay, das MG ist halt komplett versetzt zu meinem Turm. Vollends. Nee, aber ich verstehe halt wirklich nicht. Oder solche... die ist schon ein längeres Thema. Also ist länger her das Thema. Mit Panther 2, Tiger 205 mm. Der Coeli und der mittlerweile Flakpanzer 341, glaube ich, oder so heißt. Warum? Das hätte wirklich nicht sein müssen. Wirklich. Glaub mir, er macht das. Das war ein bisschen. Sweaty, das wäre schon schwitzig. Nee, aber. Ja. Das sind auch Panzer, die einfach rausgenommen wurden, obwohl sie, glaub mir, keinen gejuckt haben. Also, niemand hat gesagt, die sind voll kacke, wir wollen nicht mehr mit denen spielen. Niemand. Jeder hatte seinen Spaß mit dem Panther 2 mit ihnen, aber Gaichi natürlich wieder, nö. Sind nicht realistisch, hauen wir raus. Meanwhile, irgendein Object und etc. Da gibt es ein paar sowjetische Panzer, die eigentlich nie existiert haben. Die Kronstadt. Was er macht. Ich sehe nichts, jetzt sehe ich ihn. Oh, oh Mann. Ach ja, klar. Wo? Wisst ihr, und wäre ich jetzt der M2 gewesen und ich würde genau den gleichen Schuss machen, ich wette auf 90%, dass ich nicht durchgenommen. Was? Nein, 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 nicht falsch verstehen. Ich weiß schon wieder, was ihr meint. Ah, was ihr wieder glaubt? Nee. Wenn ich der gewesen wäre, ich wette zu 90%, ich wäre da nicht durchgekommen. Weil. Kleine Erklärung, warum. Komischerweise ist das Armor-Layout vom Panzer 2 endlos komisch. Also wirklich. Von dem sogar mehr, nee, von dem weniger als von dem anderen. Weil man kommt beim Test-Drive, also wenn man mit denen spielt, überhaupt mit den sowjetischen, man kommt bei denen komischerweise oft einfach nicht durch, bei der Frontplatte da. Und die ist nicht weniger als die. 0,5 mm, die machen jetzt auch nicht das Krautfett. Also, ja. Naja. Aber ich würde sagen, das war genug Panzer 2C für heute. Echt ein lustiges Ding. Ist halt ein bisschen eine, naja, eine Challenge. Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Es ist halt, die Nachladezeit ist dann halt endlos lang, die man dann hat, nachdem man die 10 Schuss rausgehauen hat. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir vielleicht einen Like oder ein Abo und einen Kommentar, irgendwas da. Es war jetzt wieder nicht so eine High-Kill-Runde, aber ich habe irgendwas dazu gelabert, was mir jetzt auch Spaß gemacht hat und ich hoffe euch auch. Und ja, würde mich wirklich freuen, wenn ihr das Video wirklich positiv unterstützen würdet. Und also würde mein Kanal nämlich auch sehr unterstützen. Danke, danke dafür. Habt einen wundervollen Tag. Ich kann wieder nicht reden, es ist spät und mein Kopf dreht gerade wieder komplett am Rad. Ja, ihr wisst, was ich gerade meine. Habt einen wundervollen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Video dann wieder. Ciao.